Heute bin ich am Philipp Mesch Platz, der nach Philipp Mesch, einem Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, benannt ist, dem hier auch ein Stolperstein gewidmet ist. Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Live Live. Dieser Platz hier ist den Opfern des Faschismus gewidmet und insbesondere dem Kaiserslauterer Widerstandskämpfer Philipp Mesch. Um den kulturellen Austausch, die Bedeutung von Freiheit zu untermalen, wurde hier auch anlässlich der WM 2006 die Skulpturinstallation Fußball ohne Grenzen errichtet, die verschiedene Fußballmannschaften mit ihrem Trikots zeigt, aber soweit ich das weiß, sind das jetzt nicht bestimmte Spieler, die hier abgebildet sind. Wer war jetzt dieser Philipp Mesch? Philipp Mesch wurde 1901 geboren und war ab 1921 Mitglied in der SPD. Als dann später die SPD verboten wurde in den 30er Jahren von den Nationalsozialisten, war er Mitglied der illegalen Untergrundpartei SAP, also Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die ihren Hauptsitz in Mannheim hatte. Dort war er anscheinend ein wichtiger Funktionär, während er beim Reichsausbesserungswerk hier in Kaiserslautern gearbeitet hat. Dadurch geriet er auf die Fahndungsliste der Nationalsozialisten und wurde dann am 28. Oktober 1938 verhaftet und ins KZ nach Dachau gebracht. Neben ihm wurden noch andere verhaftet, für die hier ja auch Stolpersteine liegen. 1944 wurde er dann aber in die SS-Brigade Dirlewanger zwangseingezogen und musste sogar an der Front kämpfen im Zweiten Weltkrieg. Das führte dazu, dass er dann 1945 am 1. Mai, also kurz vor der Kapitulation, Fahnenflucht beging und wieder nach Kaiserslautern zurückkehrte, ohne entdeckt zu werden. Als dann die Nationalsozialisten besiegt waren und Kaiserslautern wieder aufgebaut wurde, war er einer der ersten Leute im Kaiserslauterer Stadtrat und war dort bis zu seinem Tod 1971 Mitglied. Und dann war er auch wieder Mitglied der SPD und war einer der bedeutendsten SPD-Politiker hier in Kaiserslautern. Und um auch nochmal zu betonen, wie wichtig Gewaltenteilung ist, findet sich der Philipp-Mesch-Platz direkt vom Polizeipräsidium, wo auch wieder gezeigt wird, Widerstand gegen Staatsgewalt ist wichtig, insbesondere dann, wenn die Staatsgewalt sich gegen die Menschenrechte wendet, so wie es der Nationalsozialismus der Fall war. Und da befindet sich hier halt einiges, das Polizeipräsidium, das Denkmal, dieser Gedenkstein hier und die Stolpersteine. Ich finde, das ist eine saugute Platzgestaltung und es wird eine richtig gute Botschaft damit versendet. Deshalb wollte ich euch die Person Philipp Mesch vorstellen und diesen tollen Platz zeigen. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!